Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Micha. Spartus forever, yeah. Und ich bin Marvin, hi. Und wir drehen heute eine Checklist, was braucht man so für ein Festival? Speziell, weil es jetzt ja mal mit Rock am Ring losgeht, was braucht man so, wenn man zu Rock am Ring fährt? Ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt, was ich denn so auf Festivals dabei habe, was braucht man so, um dort zu überleben? So, wir waren jetzt ja schon ein paar Jahre auf Festivals, vor allem auch Rock am Ring waren die letzten 5 Jahre auf jeden Fall so. Und ja, wenn ich mich so an unser erstes Rock am Ring erinnere, da hatten wir ja nicht so viel dabei. Da hatten wir nur Grillflasche. Ich hab damals noch so gesagt, wir brauchen noch was anderes, wir brauchen Wasser, wir brauchen Toast. Ne? Da hat Andi gesagt, ach, Toast brauchen wir nicht. Ne? Wir hatten nur Fleisch und Bier. Ihr könnt euch vorstellen, wir hatten noch nicht mal Ketchup oder sowas. Gar nichts, wir hatten nur Fleisch und die Pappteller und sowas. Ja, und das ganze Auto voller Bier. Nach dem letzten Festivaltag, ich erinnere mich noch, wie wir am Grill gesessen haben. Und da haben wir dann den Grill und die letzte Ravioli-Dose. Und wir haben das Ravioli auf den Grill gelegt. Die Dose. Die innen mit Kunststoff beschichtet. Ja. Und haben die dann zu dritt geteilt und das hat einfach nur nach Kunststoff geschmeckt und war total widerlich. Und ja, am nächsten Morgen, weiß ich noch, das Zelt war komplett im Arsch von uns. Ich hatte nicht mal eine Matratze oder sowas mit. Ich habe ja auf dem Zelt auf dem Boden geschlafen und... In der Wasserpfütze? Ich bin in der Pfütze aufgewacht, wo ich hoffe, dass es Wasser war. Und naja, ich sag mal, da ging es uns ziemlich bescheiden. Und damit es euch bei eurem ersten Festivalbesuch vielleicht nicht so geht, sagen wir euch, was ihr benötigt, wenn ihr dieses Jahr noch Rock am Ring fahrt. Grundausrüstung. Wir würden da mal mit der Grundausrüstung anfangen, also das, was ihr unbedingt braucht. Dazu zählt auf jeden Fall ein Zelt, ein Campingstuhl und meiner Meinung nach auch ein Pavillon, um euch von der Sonne zu schützen, wenn ihr draußen sitzt. Ja, dann braucht man auf jeden Fall einen Hammer, um die Heringe einzuschlagen. Und was ganz wichtig, was man bedenken sollte, ist, man sollte vernünftige Heringe kaufen und nicht die nehmen, die beim Zelt dabei sind. Und dann braucht man im Zelt natürlich einen Schlafsack, Luftmatratze und eine Luftpumpe dafür am besten, weil das Aufblasen so ein bisschen nervig ist sonst. Optional neben dem Schlafsack könnt ihr natürlich auch Decken und Kissen mitbringen, aber vor allen Dingen ist es auch wichtig, sich vom Regen zu schützen. Daher würde ich immer so eine Grundausstattung mitnehmen an Regenponcho, vielleicht Regenjacke und vor allen Dingen auch wichtig Gummistiefel. Nicht, dass sie uns bei einigen Festivals so geholfen hätten, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, die zu haben, um trockene Füße zu behalten. So, dann brauchen wir auf jeden Fall festes Schuhwerk. Panzertape kann man immer gebrauchen, egal um Schuhe zu flicken oder Zelte oder irgendwas anderes. Und was man dann auf jeden Fall noch haben sollte, ist ein Campingkocher, damit das mit der Ravioli-Dose eben nicht passiert, sondern man die Ravioli normal kochen kann. Was auch mal mit dabei ist, ist Klopapier. Wir haben ja immer diese dicken Industrierollen, weil die nicht nur gut dafür sind, wenn man damit aufs Scheißhaus muss. Ja, man hat ein sehr großes Selbstbewusstsein, wenn man damit über einen Zeltplatz läuft. Sondern die sind auch gut, wenn zum Beispiel ein Zelt mal drin nass wird, bei dem Sturm oder sowas. Dann kann man damit gut das Zelt abtrocknen. Das Wichtigste, einen vernünftigen Grill. Eine Grillzange, Grillkohle, Anzünder, alles was man braucht, damit man seinen Schnitzel auch durchkriegt. Ja, dann haben wir natürlich auch noch Kram dabei, damit wir das Ganze verspeisen können. Ganz wichtig, was uns mal aufgefallen ist, was man unbedingt dabei haben sollte, ist ein Dosenöffner. Weil sonst steht man da mit einem Plastikmesser vor der Ravioli-Dose und hat ein Problem. Das hatten wir auch schon mal bei Rock am Ring. Und natürlich auch so Sachen wie ein Taschenmesser sind auch immer ganz hilfreich. Wir nehmen aber immer das Plastikbesteck, aber ich nehme eigentlich immer auch noch so eine richtige Gabel und ein richtiges Messer mit. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Und was ihr auch noch mit dabei haben solltet, sind Pappteller, denn abgewaschen wird dort nicht. Plastikbecher und Plastikpinnchen, das ist schon mal ganz wichtig. Und auf jeden Fall braucht man eine Kühlbox für das Grillfleisch. Neben Sturm und Regen kann es natürlich auch mal ganz heiß werden. Daher empfehlen wir auf jeden Fall Sonnenschutz, Sonnencreme, Kappen, all sowas, um sich halt vor der Sonne zu schützen. Daher auch das Pavillon, das ist auch manchmal ganz hilfreich, sofern man dann noch ein paar Tage noch eins hat. Also was man dann fürs Frühstück noch braucht, sind Töpfe, Schüsseln und ganz wichtig fürs Wasser, Wasserkanister. Damit man immer Wasser nachholen kann, ja, das ist wichtig und gut, Klamotten zum Wechseln, logisch. Ja. Nützliches. So viel zur Grundausrüstung, also das, was man auf jeden Fall dabei haben sollte. Jetzt zeige ich euch ein paar Geräte und Dinge, die wir immer so mitnehmen, weil wir sie für hilfreich halten, aber jedem das seine. Dabei fangen wir mal an mit Duschzeug. Könnte man mitnehmen, weil wenn man sich da duschen möchte, kann man sich da gerne anstellen und sich ein bisschen sauber machen, aber ich weiß gar nicht, wir gehen da hin, 5 Tage duschen, mein Gott, man kann doch übertreiben. Was ist das denn? Was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist sowas wie ein Apothekenset, wo dann so Kopfschmerztabletten dabei sind. Und vielleicht sowas wie eine Dammcreme ist auch ganz hilfreich. So, was man dann auf jeden Fall noch braucht, ist eine Musikanlage. Man kann natürlich die eine Riesenanlage holen mit Generator oder man nimmt eine Bluetooth-Box mit, ist auch in Ordnung. Sowas reicht eigentlich auch aus. Dann sollte man bei einer richtigen Musikanlage natürlich aber ans Verlängerungskabel etc. denken. Ja, wie er gerade schon sagte, Verlängerungskabel oder auch eine Kabeltrommel, die haben wir sowieso ein paar Meter länger drauf. Das ist allerdings nur, wenn ihr beim Rock'n'Roll Camping seid, weil ich glaube, General oder so hat überhaupt gar keinen Strom mehr, ne? Wir haben sowieso Green Camping, deswegen sind wir da ganz fein raus. Für Leute, die halt eben keinen Strom mitnehmen können, auch ganz wichtig, haben wir eigentlich auch immer dabei, egal ob wir Strom haben oder nicht, eine Powerbank zum Handy aufladen, zum Musikgeräte aufladen, sonst irgendwie ein Ding kann man immer gebrauchen.
Da man aber auch am Ring ja die Sachen immer zum Zeltplatz schleppen muss, sollte man auf jeden Fall einen Bollerwagen oder zumindest eine Sackkarre dabei haben. Einen Tisch braucht man natürlich noch und das Wichtigste, man sollte immer Flunkybälle dabei haben. Ja, Flunkybälle eben, um diese Trinkspiele zu machen. Wir haben auch immer mitgenommen sowas wie Würfelbecher und zum Meiern und sowas. Und halt für diverse Trinkspiele, die man dort machen kann. Einen Kühlschrank kann man natürlich auch mitnehmen. Klar, Sachen reintun, Essen, Getränke. Wir haben es einmal gemacht in Mendig damals. War eine Scheißerfahrung, weil wir das Ding 3 Stunden lang vom Auto zum Zeltplatz schleppen mussten. Würden wir auf jeden Fall nicht wieder machen. Aber wenn ihr eine bessere Parksituation habt als wir damals, Kühlschrank, sehr, sehr hilfreich. Essen. So, jetzt kommen wir zum Essen. Man braucht natürlich Fleisch. Und um das Fleisch irgendwie verpacken zu können, vielleicht Toast und Soßen etc. Käse ist auch nicht schlecht, auch Grillkäse ist besonders gut. Bei uns Tradition, da wird halt 6-mal am Tag gegrillt, ist halt wirklich so. Wir holen jetzt aber immer noch so Sachen wie Ravioli oder so 5-Minuten-Terrinen, so Suppen, die halt morgens gerade gut sind zum Aufwärmen und solche Sachen. Natürlich Knabbereien, was ihr auch so mitnehmen wollt, Chips, Gummibärchen haben wir auch immer was von da, meistens halt eher so Chips. Ja, auf jeden Fall genug Geld mitnehmen, denn das meiste nach den ersten 3 Tagen für die Frühanreiser essen wir halt immer auf dem Festivalgelände. Da gibt es halt alles Fritten, wie hieß das noch? Langosch gibt es da auch, ganz, ganz lecker. Und das holen wir dann immer vor Ort und ja, da muss man halt nicht für die ganzen 6 Tage oder wie lange man da ist mitschleppen, sondern den Rest kauft man sich halt dort. Vegetarisches Essen. Manche brauchen vegetarische Sachen, dann kann man sich natürlich Gemüse etc. für den Grill mitnehmen oder Folienkartoffeln und sowas. Das sollte aber dann auch reichen dazu. Getränke. Da kommen wir auch schon zum letzten Punkt von den Sachen, die wir uns mitnehmen, nämlich die Getränke. Ja, von der Niki soll ich euch sagen, dass ihr auf jeden Fall Underberg mitnehmen sollt, denn Underberg ist gesund, das ist vor dem Essen und nach dem Essen ganz gut und das füllt euren Tagesbedarf an Vitaminen raus. Oder ihr könnt euer Werkzeug drin einlegen, das ist auch möglich. Also jetzt mal zu den leckeren Getränken, man sollte auf jeden Fall genug Bier mitnehmen, man braucht auf jeden Fall Dosen. Wichtig ist nur, dass man auch Radler holt, wenn man nämlich jetzt morgens aufsteht, ist ein Bier nicht immer so gut und Radler ist dann manchmal nicht schlecht. Nein. Radler trinken! Du hast schon. Dann haben wir natürlich immer so Sachen mit wie Cola, Fanta, Sprite, irgendwie sowas in der Richtung, so Säfte. Kaffee nehmen wir uns auch manchmal, machen wir uns morgen manchmal so auf dem Campingkocher auch. Morgens zum Wachwerden ist halt Kaffee auch ganz geil. Je nach Bedarf natürlich noch Schnäpse sollte man mitnehmen und Mischgetränke, Weinbrand, Rum etc., was man so gerne trinkt. Und ja, für die Rückfahrt oder Hinfahrt kann man Energy Drinks manchmal ganz gut gebrauchen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja. So, das klingt jetzt alles ziemlich viel. Wir haben das natürlich auch so gemacht, dass wir fahren dieses Jahr mit 12 Leuten zu Rock am Ring. Also wir sind eine riesige Runde. Und wenn man was vergessen sollte oder wenn man mal irgendwie was nicht dabei hat oder was dazukommt, was man noch braucht, da gibt es vor Ort noch den Lidl Rockshop, den es halt bei Rock am Ring diesmal wieder gibt. Da kann man eigentlich auch immer ganz gut die Sachen einkaufen, die einem so fehlen. Ich war letztes Jahr jetzt selber nicht bei Rock am Ring, aber da sah das eigentlich ganz gut aus von euren Bildern. Und ja, damit wären wir auch schon am Ende. Das war jetzt unsere Liste, was wir immer so mitnehmen, wo wir denken, was wir brauchen. Natürlich Essen und Trinken. Müsst ihr euch nicht daran halten, nehmt das mit, was ihr braucht, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Aber nehmt halt das mit, was ihr braucht. Und ja, so viel zu unserer Meinung. Haben wir irgendwas vergessen, dann schreibt es mir nochmal unten in die Kommentare. Ich werde diese Liste in die Videobeschreibung ebenfalls packen und werde sie mit euren Kommentaren auch noch weiter füllen. Würde ich sagen, wir sehen uns bei Rock am Ring, ne? Jo, bis denn. Ciao. Ciao, rein. Ich weiß noch, ich hatte meine Powerbank, da war eine Taschenlampe dran und ich habe mich immer gefragt, wozu ist da eine Taschenlampe an der Powerbank? Und als ich dann beim ersten Rock am Ring meine Socken gesucht habe, da wusste ich, wofür die Taschenlampe da ist.